So, da sind wir wieder in Memmingen, in Oberschwaben, aber natürlich sind wir auch in Bayern. Memmingen liegt so 120 Kilometer östlich von München. Also der FC Memmingen gegen 1860 Rosenheim, Regionalliga Bayern, der 5. gegen den 16. Für Rosenheim ist das eine hochbrisante Partie im Abstiegskampf. Für Memmingen eigentlich eine entspannte Nummer. Dann schauen wir mal auf die entspannte Aufstellung von Trainer Stefan Beierl. So präsentiert sich der FC Memmingen mit einer Dreierkette hinten. Dann haben wir zwei Achter mit Küçük und Heger. Und ganz vorne vielleicht da am interessantesten auf der rechten Außenposition Nicolas Helmbrecht. Er kommt von 1860 München niegelnagelneu zum FC Memmingen. Das also die Mannschaftsaufstellung der Gastgeber, der FC Memmingen ganz in Rot. Und jetzt schauen wir mal auf das Team von 1860 Rosenheim, auch mit einer Dreierkette, aber vielleicht ein bisschen defensiver. Zwei Sechser mit Kretschmer und Schabani und vorne Majdančević und Muschkulaj. Der ist niegelnagelneu, Lufteta Muschkulaj, bei seiner ersten Partie für 1860 Rosenheim. Und dann gleich so eine wichtige. Da haben wir die beiden Kapitäne, Sebastian Schmeisser, der Rote, und Matthias Heiß, der Weiß-Schwarze. Beide Spieler in der Dreierkette hinten beschäftigt. Und Schiedsrichter dieser Partie, ganz hochinteressant, Patrick Hanselbauer. Er ist erst 28 Jahre alt, aber wissen Sie was? Der ist schon seit 2012, seit 2013 in der Regionalliga. Da war er gerade mal 22 Jahre alt und hat schon in der Regionalliga pfiffen. Und ist jetzt aufgestiegen in die 3. Liga. Das muss ein großer Starker sein. Und ich denke mal, den Patrick Hanselbauer werden wir dann irgendwann auch mal in den nächsten 2, 3 Jahren vielleicht in der 1. Liga sehen. So, jetzt also die Partie FC Memmingen ganz in Rot von links nach rechts gegen den TSV 1860 Rosenheim. Und wie gesagt, für die Rosenheimer geht es hier um verdammt viel. Auf dem 16. Tabellenplatz sind die Weiß-Schwarzen und deswegen eine eminent wichtige Partie für die Oberbayern. Beide Mannschaften, Sie haben es gerade gesehen, bei den Aufstellungen mit ähnlichem System, also beide mit einer Dreierkette hinten. Aber der FC Memmingen, also die Gastgeber in Rot, ein bisschen offensiver, wohl orientiert mit zwei Achtern. Wobei der Trainer von 1860 Rosenheim, Thomas Casparetti, eher auf zwei Sechser setzt. Aber das ist jetzt alles so taktisches Feingeklimper. Schauen wir mal, wie die Partie läuft. Das könnte eine umkämpfte Partie werden. Die äußeren Bedingungen sind nicht so doll. Es regnet, ja, so ein Nieselregen, 6 Grad. Also zum Fußballspielen gar nicht so übel. Aber die Platzverhältnisse sind relativ übel. Erste Möglichkeit hier und gute Parade von Marius Herzig im Tor. Das wäre natürlich ein Ding gewesen in der 2. Minute. Marius Herzig im Tor von 1860 Rosenheim hat den Vorzug bekommen vor Mario Stockenreiter. Aber das Ganze wurde erst am Sonntag entschieden. Herzig oder Stockenreiter? Naja, der Herzig hat sich gut eingeführt. Und das war Nicolas Helmbrecht, der auch gerade diese Chance hatte. Da sehen Sie es im Dunkeln. Ja, das ist schon mehr als Nieselregen. Das ist schon ein dicker, fetter Regen hier in der Memmingen Arena. Ungemütlich, aber das kann den Rosenheimern schnurzpiep egal sein. Sie brauchen eigentlich hier in Memmingen die 3 Punkte. In der Tabelle sage ich Ihnen noch mal ganz kurz, es schaut so aus, Rosenheim. Also 16. mit 22 Punkten, 17. ist Heimstetten mit 20, 18. Pippinsried mit 19. Also die letzten 2 steigen direkt ab und davor die 2 Mannschaften kommen in die Relegation. Daran sehen Sie schon, was das für eine enge Kiste hier ist, vor allem für Rosenheim. Memmingen kann das hier wirklich
locker flockig runterspielen. Ganz großartige Saison für den FC Memmingen, derzeit auf Rang 5. Nach vorne geht nichts mehr und nach hinten schon gar nichts mehr. Da haben wir mit der Nummer 31 Dennis Hoffmann. Einer von der Dreierkette. Die Platzverhältnisse sind ziemlich übel. Also für die technisch bessere Mannschaft ist das wohl einen Tick schwieriger. Vor einer Woche lag hier noch Schnee auf dem Platz hier in der Memmingen Arena. Und vor ein paar Tagen wusste man noch gar nicht, ob diese Partie überhaupt ausgetragen werden würde. So übel sahen die Platzverhältnisse aus. Aber jetzt geht's ja einigermaßen. Schön gespielt von Hoffmann. Da haben wir Nicolas Helmbrecht. Das ist natürlich ein ganz starker Neuzugang. Die Nummer 7 der Roten, Nicolas Helmbrecht. Wie gesagt, kam am 31. Januar von 1860 München. Und bei uns gibt es natürlich auch noch mehr Fußball heute zu sehen. 22.15 Uhr die Premier League Highlights des 29. Spieltags. Und dann haben wir auch noch die Highlights der dritten Liga, die dritte Liga pur, 26. Spieltag, 23.30 Uhr. Also Regionalliga, dann Premier League und dann dritte Liga. Die volle Fußballdröhnung in den nächsten Stunden hier auf Sport 1. Bislang die Anfangsphase gehört ganz klar den Gastgebern. Eckball verursacht durch Georg Lenz. Den Linken in der Dreierkette. Einer, der auch in einer Firma arbeitet, Vollzeit Lasertechnik, Innenverteidiger. Und Lasertechnik, das passt da zusammen bei 1860 Rosenheim. Der Kopfball, wenn ich es richtig gesehen habe, von Dennis Hoffmann. Schön gemacht. Von Boyer und dann der Kopfball, nee, das war der Dreisker, das war Michael Heilig. Ein offensiver Mittelfeldspieler, der sein ganzes Fußballerleben der Dreisker in Memmingen verbracht hat. Alle 22 da sind berufstätig, sie sind Studenten oder Azubis oder sie arbeiten ganz normal Vollzeit. Das sollte man in der Regionalliga immer wieder betonen. Das ist ein Hammer, was die hier alle leisten. 8 Stunden arbeiten, dann Fußballtraining 4-mal die Woche. Das gilt natürlich auch für beide Trainer und ein Goldsteak kann man sich als Regionalligaspieler nicht leisten. Weder bei Memmingen noch bei 1860 Rosenheim. Erste Offensivbemühung über Schabani, kriegt den Ball nicht mehr. Linor Schabani, Deutsch-Albaner, Sechser, kam neu von Traunstein aus der 6. Liga zu 1860 Rosenheim. Aber ist praktisch ein Rückkehrer, Linor Schabani, weil er davor auch immer in Rosenheim war. War nur ein Jährchen weg in Traunstein. Marius Herzig, wie gesagt, der ist 19 Jahre alt, kam neu aus Frankfurt, aus der U19. So allmählich kommen die 60er rein in die Partie mit Schabani, die 42 Ludwig Räuber, Zentrum
in der Dreierkette hier. Abseits von Maximilian Meierl. Ganz interessant, auch beide Trainer. Der Trainer des FC Memmingen macht seine letzten Spiele für den FC Memmingen. Da ist Schluss nach dieser Saison. Stefan Beierl. Ich sage Ihnen dann gleich mehr dazu, warum das so sein wird. Und auf der anderen Seite Thomas Kasparetti. Der macht sein erstes Spiel für 1860 Rosenheim. Und bei uns können Sie natürlich immer alles verfolgen auf der Sport1.de-Seite oder in der kostenlosen Sport1-App. Alle Themen natürlich zum Fußball. Was ist denn jetzt los mit dem Tedesco? Darf denn der jetzt weitermachen? Natürlich auch der Transferpoker um Timo Werner. Geht er jetzt zu den Bayern? Alles bei uns immer auf Sport1.de oder in der kostenlosen Sport1-App zu verfolgen. Auch die Bayernliga sehen Sie in der App bei uns ausführlichst. Und weiter geht's hier im strömenden Regen im Regierungsbezirk Schwaben, Oberschwaben, Bundesland Bayern. Die gehen früh drauf, machen sie gut, die Memminger, die Roten. Pressing, und da war mehr drin bei dem Schuss von Furkan Kirčiček, 22-Jähriger. Ein Juwel, wie es heißt beim FC Memmingen, sagt auch Stefan Beierl natürlich. Verdammt schnell, die 19. Kirčiček vorne und Nicolas Helmbrecht, das sind natürlich zwei richtig gute Stürmer beim FC Memmingen. Und Sie sehen hier, die pressen, das ist auch Sinn und Zweck der Taktik von Stefan Beierl. Kein Foul, sauber geklärt von Schmeisser. Und genau so soll es sein. Vielleicht doch abseits dann von Furkan Kirčiček. Ja, war abseits. Aber das sind natürlich genau diese Umschaltsituationen, die verdammt gefährlich sind für 1860 Rosenheim, weil der Kirčiček einfach ein Wirbelwind ist. Vielleicht einer der schnellsten überhaupt in der gesamten Regionalliga. Die 19 da mitten im Bild. Die Bodenverhältnisse sind kräftezehrend. Ich denke mal, bei der Partie kommt es auch gewaltig auf die Kondition an, weil dieser tiefe Boden, dieser schwere Boden, dieser ja, fast noch schneegetränkte Boden ist natürlich für die Kondition herausfordernd. Da ist noch einer, ja. Meierl war das mit der Flanke und Fabian Lutz auf der linken Position, der dann die Dreierkette auf der linken Seite verstärkt. Kleiner Schubser, internationale Härte. Maximilian Meierl hatte lange, lange Zeit eine Handverletzung. Eine Sehne war durchtrennt in der Mittelhand und deswegen bislang erst sein 13. Einsatz. Normalerweise absoluter Stammspieler. Die 8 von den Schwarz-Weißen. Georg Lenz. Wieder Lenz. Foulspiel, gute Position, halblinke Position.
Ja, Klammern ist da entschieden worden. Klammern von Michael Heilig. Kann man so sehen. So, vielleicht die erste dicke Möglichkeit für die 60er aus Rosenheim. Normalerweise 60 Rosenheim auch rot-weiß, genau wie FC Memmingen. Das ging natürlich jetzt nicht so hundertprozentig, deswegen machen sie jetzt einen auf schwarz-weiß. Majdančević mit der 11 links. Das ist ein Rechter aus halblinker Position. Wäre das sinnvoll? Majdančević, Kopfball, Eckball. So, morgen geht es natürlich weiter mit dem Fan-Talk, die Live-Analyse. Borussia Dortmund, Tottenham, 3-0 Hinspiel. Geht denn da noch was? Auf jeden Fall werden wir heiß diskutieren morgen ab 20 Uhr. Mal gucken, es gibt ja im Fußball immer so kleine Sensationen. Abgepfiffen. Warum sollen die Dortmunder da nicht rauskommen mal aus ihrer Mini-Krise? Die Bayern sind jetzt wieder auf Augenhöhe. Und Tottenham mal abschießen und dann wieder durchstarten in der Bundesliga, das wär's was. 20 Uhr morgen, Dortmund, Fan Talk. Ich habe Ihnen vorher gesagt, Thomas Casparetti, der neue Chefcoach von 1860 Rosenheim, sein erstes Spiel. Vorher war er Co-Trainer seit dem Sommer. Foulspiel. Abgepfiffen. So schnell geht es dann doch nicht weiter. Foulspiel von Mario Jokic, Kroate, in Zagreb geboren. Kam neu aus der Bayernliga. Nee, so schnell geht es nicht weiter. Haben wir doch vorher schon gesehen. Schön gemacht, schön gemacht. Also Spiel jetzt schon auf Augenhöhe, nachdem die Anfangsphase den Memmingern gehört hat. Und die Memminger lauern natürlich auf ihre Wirbelwinde da vorne, auf Kirčiček und Helmbrecht. Das ist natürlich ein ideales Konter-Umschaltspiel. Aber das wissen die Rosenheimer auch. Darauf hat Thomas Casparetti seine Jungs mehrfach hingewiesen. Ja, Foulspiel von Kirčiček. Damals Thomas Casparetti. Ich habe mit beiden Trainern gestern lange gesprochen. Beides richtig sympathische Kerle. Und Thomas Casparetti. Nach dem Abitur hat er die Sportwissenschaften studiert. Dann war er 6 Jahre bei 1860 München in einer Vermarktungsgesellschaft. Arbeitet jetzt bei den Stadtwerken in München. Hat 2 Mädels, hat ein Haus gebaut. Und das Ganze ist ihm jetzt dann als Trainer so ein bisschen ruhiger und sicherer als bei 60 München in der Vermarktung. Das kann ich mir vorstellen. Und da haben wir den anderen Trainer, Stefan Beierl, der jetzt aufhört. Auch er aus familiären Gründen, hat auch 2 kleine Kinder mit 3 und 7 und wird jetzt dann sportlicher Leiter beim SSV Ulm. Da kommt er nämlich her. Und das ist alles derart zeitaufwendig und intensiv. Stefan Beierl ist Lehrer in Ulm für Sport und Englisch. Und wohnt in Ulm und deshalb ist das alles jetzt wesentlich entspannter, wenn er dann auch für Ulm arbeitet.
Zeit, die Dinger. Deswegen ganz interessant, die letzten Spiele für den einen Trainer und die ersten Spiele für den anderen. Und alles bislang ausgeglichen. Torhüter Martin Gruber, absolute Nummer 1. Da gibt es nichts zu rütteln im Vergleich jetzt zu 1860 Rosenheim, wo es ja das Duell Mario Stockenreiter gegen Marius Herzig gab. Die Hammer Herzig hat um Wimpernlänge das Duell gewonnen. Wie gesagt, am Sonntag wollte er sich erst entscheiden, der gute Thomas Kasparetti, der Cheftrainer von Rosenheim, und hat sich dann für Herzig entschieden, für den 19-Jährigen im Vergleich zum 21-Jährigen. Aber wohl dem, der zwei so hoffnungsvolle Torhüter hat und dann noch zwei so junge. Insgesamt jetzt schon mehr Spielanteile für 60 Rosenheim. Und bei uns können Sie natürlich auch die Live-Spiele immer verfolgen. Sport1.de jetzt gerade der HSV gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Der HSV hat ja zuletzt zweimal nicht gewonnen. Das Team von Hannes Wolf schon unter Druck. Kann Ihnen sagen, 4-1-4-1, das System des HSV gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Lasocka dabei. Holtby dabei, Aaron Hunt wieder dabei, nach Muskelfaserriss wieder in der Startelf. Vielleicht hilft's ja den Hamburgern. Also, wie gesagt, alles auf sport1.de im Live-Ticker derzeit zu verfolgen. Und Sie verfolgen jetzt gerade, wenn Sie sich jetzt da erst zuschalten, das Regionalliga Bayern-Spiel zwischen dem FC Memmingen ganz in Rot gegen TSV 1860 Rosenheim. Die Rosenheimer müssen, die Memminger können. Das ist Abstiegskampf für Rosenheim und Memmingen mit einer brillanten Saison, das kann man auch mal so sagen. In der letzten Saison noch abstiegsbedroht ohne Ende und jetzt Platz 5 für die Oberschwaben. Das ist eine Spitzenleistung von Stefan Beyerl und seinem Team. Und genauso wie der Beyerl die Memminger rausgeholt hat aus dem Abstiegskampf, hofft jetzt Kasparetti, Thomas Kasparetti, das auch zu schaffen für die Rosenheimer. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Meyerl schön mit dem Außenriss. Jäger, defensiver Mittelfeldspieler. Boyer, Philipp Boyer, in Augsburg geboren. Muss man auch mal sagen, das ist für diese Platzverhältnisse und für das, wie wichtig das hier alles überhaupt ist, für die 60er ein sehr faires Spiel. Gut geleitet von Patrick Hanselbauer. Den habe ich ja vorher schon herausgestellt. Ich finde es immer noch sensationell mit 22 Jahren. Schon Regionalliga-Schiedsrichter, jetzt aufgestiegen, wie gesagt, auch in die dritte Liga. Da hat er auch schon 7 Spiele gepfiffen. Der Herr in Schwarz.
Vielleicht auch deshalb beide Mannschaften mit viel Respekt und sehr fair im Zweikampf. Und die gehen immer vehement drauf, das Vorchecking, das Pressingspiel von Memmingen tut den 60ern schon weh. Michael Heilig und da erkundigt sich Patrick Hanselbauer, geht's weiter? Denke schon, habe es nicht gerade gesehen, wo er da hingestoßen ist, irgendwie mit dem Kopf-Zweikampf. So, hier wohl passiert. Hier, als Hoffmann an ihm vorbeiging. Handshake. Nee, da ging es nicht um den Kopf. Da ging es um die Kronjuwelen. Das tut aber manchmal noch mehr weh als der Kopf. Man muss auch noch sagen, dem FC Memmingen fehlt natürlich ein Yannick Rochelt. Er war sozusagen der Star in der Hinserie der Memminger und er hat ein Angebot bekommen von Bayern München für die zweite Mannschaft, hat das natürlich angenommen, ist ja auch selbstverständlich, aber Yannick Rochelt hat 8 Tore geschossen, 8 vorbereitet. Der fehlt den Memminger natürlich, aber so einen kannst du nicht halten. Und das ist ja auch großartig für die Arbeit der Memminger, dass dann ein Rochelt vom FC Bayern abgeworben wird. Das zeugt von guter Arbeit. Die Memminger haben noch einen verloren, nicht nur Yannick Rochelt zu Bayern, auch Patrick Zalto zu Klagenfurt, also zwei, ja, schon wichtige, die den Verein verlassen haben. Linur Schabani. Hat stark vom Trainerwechsel da profitiert bei 60 Rosenheim. Unter dem Vorgänger von Kasparetti war er nicht so gesetzt. Und Kasparetti hat ihn da gleich hochgezogen ins erste Team. Also da unten sehen Sie bei uns immer eingeblendet, der Groll, Hamburg gegen Fürth, noch keine Tore, alles in Ordnung noch. Wie gesagt, Hannes Wolf, der HSV zuletzt 2-mal keinen Sieg und das ist natürlich für die Hamburger eine kleine Katastrophe. Und für Rosenheim wäre ein Gegentor eine Katastrophe und da ist noch drin der Ball. Mann, oh Mann, oh Mann. Die erste dicke Möglichkeit, Kopfballverlängerung ins lange Eck. 27. Minute, 1:0 für den FC Memmingen. Mario Jokic war es, der Linke in der Dreierkette hinten. Wunderbar verlängert, da war nichts zu halten für Marius Herzig. Schöner Freistoß. Und so wie einst Uwe Seeler, ich glaube, es war der Hinterkopf. Schauen wir noch mal hin. Ganz toll gemacht von Mario Jokic. Das ist sein 4. Saisontor, absoluter Stammspieler. Ein Kämpferherz da hinten drin. 22. Einsatz und 19 Mal war er über 90 Minuten im Einsatz.
Also der Kroate mit dem 1:0 in der 27. Minute. Das tut den Rosenheimern natürlich jetzt richtig weh. Irgendwann müssen sie ein bisschen mehr aufwachen und dann sind die schnellen Kirtiček und Helmbrecht da vorne drin. Und das 2:0, eieieiei, 29. Minute, ein Doppelschlag von Memmingen. Wer wird denn da in der Mitte geherzt? Also mittendrin ist Nicolas Helmbrecht, der war es aber glaube ich nicht. Ich glaube, es war Kirtiček. Furkan Kirtiček, der da den Ball direkt annimmt und dann ein bisschen Glück hat ans Aluminium und dann rein. 2:0 innerhalb von 120 Sekunden. Furkan Kirtiček. Das ist sein 8. Saisontor. In den letzten 5 Spielen hat er überhaupt keine Bude gemacht. Kein Tor vorbereitet, nichts getroffen, nichts gemacht. Und jetzt macht er hier gegen 1860 Rosenheim das 2:0. Ganz bitter für das Team von Thomas Kasparetti. Die waren im Trainingslager in der Türkei, in Antalya. Bereiten sich seit 6 Wochen auf diese wahnsinnig wichtige Partie hier in Memmingen vor. Und dann kriegen sie innerhalb von 120 Sekunden 2 Buden reingedrückt. Aber 2 schöne, das muss man sagen. Der Kopfball von Jokic war klasse. Und das technische Kabinettstückchen von Furkan Kirtiček war auch schön. Ja, jetzt müssen sie natürlich weiter aufmachen, das ist klar. Die Rosenheimer. Lustiger wird es nicht da hinten. So viel haben sie sich vorgenommen. Sie waren so selbstbewusst und so selbstsicher. Thomas Kasparetti hat gemeint, wir fangen jetzt neu an. Wir sind auf einem guten Weg. Das Trainingslager in der Türkei, in Antalya, war klasse. Alle haben perfekt mitgezogen, das war spitze. Wir sind gut drauf, konditionell 1A. Aber was soll's, wenn du dann hintereinander 2 solche Buden kriegst. Kriegt er noch? Kriegt er noch? Boye. Schön mit dem Außenriss dann übergeschnippelt. Dann Helmbrecht, der Ex-Löwe, verliert den Zweikampf gegen Heiß. Also nach einer guten halben Stunde kann man auch sagen, dass die Spielanlage des FC Memmingen ein Tick reifer ist. Das schaut alles ein bisschen strukturierter, ein bisschen sinnhafter aus. Bei Rosenheim viel auf Zufall aufgebaut. Es ist auch die technisch bessere Mannschaft bislang, die Roten. Also man sieht schon, warum die auf 5 stehen in der Regionalliga Bayern. Da ist gut was zusammengewachsen. Martin Gruber aus der Memminger Jugend, Industriemechaniker, der Torhüter. Absolut verbissen, ein Trainingstier. Sozusagen ist immer noch im Kraftraum nebenher. So ein bisschen der Oli Kahn der Neuzeit. Ja, ja.
Übrigens natürlich Stichwort Oli Kahn, was da so weiter passiert. Das werden Sie bei uns auch immer weiter verfolgen können auf sport1.de oder der kostenlosen Sport1-App. Natürlich täglich. Nach dem Motto von Oli Kahn, weiter, immer weiter. Und hier schön gemacht, den musst du erstmal so machen, aber er war einfach den Tick schneller, Furkan Kirtitschek, als der Innenverteidiger. Und weil er einfach, hab's auch schon gesagt, mit der schnellste Spieler ist in der gesamten Regionalliga, war er einen Tick schneller am Ball als der Abwehrspieler. Das 2:0 in der 29. Minute. Schön herausgespielt. Wie gesagt, Saisontor Nummer 8 schon für den Wieselflinken Stürmer, Außenstürmer. Boyer. Ja, so schaut es dann halt auch manchmal aus. Die einen müssen, verkrampfen auch ein bisschen, sind auf Hochspannung. Und bei den anderen geht alles locker flockig. Fünfter Tabellenplatz, wunderbar, alles schön gelaufen, können wir gut spielen. Da ist kein Druck drauf. Fußball, egal ob bei Real Madrid, bei Bayern München oder beim FC Memmingen, spielt sich großenteils auch im Kopf ab. Erster Ansatz mal wieder, der 60er. Der 60er mit der Nummer 6, Lino Schabani. Rosenheim. Normalerweise werden sie die Rothosen genannt. Das, also für alle 1860er-Fans, also für die Löwen-Fans, ist es natürlich fürchterlich, wenn die 60er Rothosen genannt werden. Der große Feind FC Bayern München. Gut aufgepasst von Herzig. Schwierige taktische Angelegenheit jetzt für das Team von Thomas Kasparetti. Sie müssen mehr riskieren, sie müssen mehr in die Offensive gehen, sie müssen ein bisschen höher stehen. Klar. Und dann kannst du natürlich auch in die Kirtitschek-Helmbrecht-Falle tappen. Trotzdem, sie müssen das Risiko eingehen. Schabani. Foulspiel. Da war einfach zu spät. Pius Kretschmer. Vom Innenverteidiger zum Sechser umfunktioniert. Hat auch vor einem Jahr einen fetzen Autounfall gehabt. Letzte Ermahnung finde ich genau richtig von Patrick Hanselbauer. Die ganze Partie hier auf diesen schwierigen Platzverhältnissen sehr fair. Und da muss man dann auch nicht gleich mal gelb zücken. Da kann man auch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Das ist gut so. Helmbrecht. Abseits war es.
eine Zehntelsekunde abseits. Man merkt dem Nicolas Helmbrecht schon an, woher er kommt, sagt Trainer Stefan Beierl. Taktik, technisch, vom Laufverhalten. Kommt ja, wie gesagt, von den Münchner Löwen. Studiert in München. Hatte aber ewige Zeiten Patellasehnenprobleme und deswegen hat er den Anschluss dann bei 1860 München in der dritten Liga nicht mehr gepackt. Ballspiel von Küçük. Olcay Küçük. Der es nicht fassen kann, der es nicht glauben kann, wie jeder, der einen Foul gemacht hat. Kein Problem für Martin Gruber, den bissigen Gruber, ein Urgestein auch in Memmingen. Kircicek kämpft, holt sich den Ball. Kircicek geht auf Nummer sicher. Die Nummer 8, Maximilian Meierl. Da haben wir Stefan Beierl nach Maximilian Meierl. Auch ein absolut sympathischer Trainer, der 42-Jährige, der jetzt dann also Leiter wird beim SSV Ulm, sportlicher Leiter. Dann in seiner Heimat, da wo er auch Lehrer ist. Kircicek ganz auffällig in der ersten Halbzeit. Marius Herzig, der arme Torhüter, konnte da überhaupt nichts dazu bei diesen zwei Gegentoren in der 27. und 29. Minute. Da war er absolut machtlos. Kommt auch fußballerisch richtig gut rüber, Marius Herzig. Richtig guter Fußballer auch, der Torhüter. Aber das ist ja heutzutage ja, fast schon Pflicht. Sonst kommst du da nicht mehr weit. So ein kleiner Manuel Neuer muss in jedem drinstecken, auch in der Regionalliga. Schöner Ball. Schöner Ball und Prachtparade von Gruber. Klasse. Mann, oh Mann, oh Mann. Das hätte natürlich dem Spielverlauf hier noch mal eine Wende geben können in der ersten Halbzeit. Klasse von Majdančević, die Drehung und dann mit links und dann die Patsche von Martin Gruber. Das war 1A von beiden. Daniel Majdančević. Foulspiel, Stürmerfoul. Jo, war es auch so. Majdančević, der jetzt gerade die Chance hatte zum Anschlusstreffer, ist ein blendender Futsalspieler. Spielt auch in der Nationalmannschaft Futsal. Kennen Sie in der Halle, ja, diese wahnsinnigen Techniker da, die dich auf einem Quadratzentimeter schwindlig spielen. Der Torschütze kann wieder Mario Jokic. Mann, der steht auch jeden Tag um 5 Uhr auf, muss man sich vorstellen, ist Lagerist. Mario Jokic arbeitet dann 8 Stunden
kommt irgendwann dann am frühen Nachmittag nach Hause, schläft vielleicht noch das eine oder andere Stündchen und dann viermal in der Woche Training. Da musst du wirklich kerngesund sein. Jukic. Hintenrum über Gruber, kommt rechtzeitig raus. Seit 2013 ist der Torhüter beim FC Memmingen nicht mehr wegzudenken. Auch in Memmingen geboren. Das ist bislang von den Schwarz-Weißen einfach fußballerisch ein Tick zu wenig. Oder man kann es auch andersrum sagen, die Roten machen das defensiv klasse, lassen kaum was zu. Die letzten Sekunden in der Memminger Arena, heißt auch Arena, Stadien gibt es ja nicht mehr, mindestens Arena muss es sein. 5000 passen hier rein. Mal gucken, wie lange Patrick Hanselbauer nachspielen lässt. War eigentlich nichts los, keine gelben Karten. Überhaupt nicht lässt er nachspielen. Also 2:0 führt der FC Memmingen gegen die abstiegsbedrohten Rosenheimer. 27. Minute 1:0 Jokic, 29. Minute 2:0 Kirčiček. Wir melden uns gleich wieder aus der Memminger Arena.
Hallo, herzlich willkommen zurück in Memmingen. Die Schwarz-Weißen aus Rosenheim, die stehen schon seit mindestens 5 Minuten hier auf dem Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass Trainer Thomas Casparetti seine Jungs gleich wieder rausgeschickt hat, ein paar Worte gefunden hat und dann ab nach draußen wieder und heiß sein für die zweiten 45 Minuten hier in Memmingen. Schiedsrichter immer noch Patrick Hanselbauer. Und die Memminger führen mit 2:0, 27. Minute, Jokic, 29. Minute, Kirchicek. Das war ein Doppelschlag, ein Leberhaken, ein doppelter Leberhaken für die 60er aus Rosenheim. Die Rosenheimer auf dem 16. Tabellenplatz und Memmingen auf Rang 5. Und das hat man, muss man auch mal so deutlich sagen, in der ersten Halbzeit auch gesehen. Die bessere Spielanlage kam von den Roten. Auch die bessere Technik, die besseren Kombinationen. Und sie haben vorne drin mit Kirchicek und Helmbrecht zwei gefährlichere Stürmer als die Rosenheimer mit Majdančević und dem niegelnagelneuen Luftetà Muschkulaj, der in der ersten Halbzeit ziemlich untergegangen ist, die Nummer 21 von Rosenheim. Da haben wir Kirchicek, ein wendiger, schneller Dribbler. Foulspiel entschieden von Hanselbauer, der das souverän gemacht hat in den ersten 45 Minuten. Bei uns sehen Sie natürlich auch immer weiter, wie es bei Hamburg gegen Fürth steht. 0:0 derzeit. Geht es auch gleich in die Pause. Freistoß Memmingen, da steht Nicolas Helmbrecht. Da haben wir ihn. 24 Jahre alt, in München geboren. Ex-Löwe Helmbrecht abgefälscht. Eckball. Auch der wird getreten durch Nicolas Helmbrecht. Student in München. Auf Nummer sicher, hintenrum. Ja, wie soll's ausschauen bei den 60ern? Was hat Thomas Casparetti ihnen mit auf den Weg gegeben für die zweite Halbzeit? Sie müssen ganz klar mehr riskieren. Sie müssen vielleicht in die Falle tappen. In die Falle Helmbrecht, Kirchicek. Sie müssen mehr Risiko gehen. Aber das ist alles einfach auch zu durchsichtig, zu bieder oft. Die Spielanlage zu schnell zu durchschauen für die Memminger. Memmingen liegt so 120 Kilometer östlich von München. Rosenheim südöstlich von München. Und zwischen Memmingen und Rosenheim, das sind so 180 Kilometer, also von einem Derby kann man hier nie reden. Oberschwaben gegen Oberbayern. Majdančević immer gut geblockt, immer auch fair vom Ball getrennt. Lutz, Fabian Lutz, hat zuletzt gefehlt. Auch ein Sportstudent. Es
So, wir haben nicht nur Fußball im Programm, sondern Donnerstag 18.25 Uhr Volleyball-Bundesliga-Frauen live Dresden gegen Stuttgart. Donnerstag 18.25 Uhr darf gebaggert werden. Immer ein bisschen schneller, ein bisschen fixer, ein bisschen cleverer, der FC Memmingen. Memmingen, sagt man auch, das Tor zum Allgäu. 850 Jahre alte Stadt, 43.000 Einwohner, 800 Mitglieder. Seit 9 Jahren sind die Roten in der Regionalliga. Kein Foul an Luftetar Muschkolai, der niegelnagelneu kam aus der 4. Liga in der Schweiz, aber bislang ziemlich untergegangen ist, der 20-Jährige aus dem Kosovo. Ein guter, wendiger, schneller Spieler. Hier haben wir ihn wieder, Muschkolai. Aber als Neuer muss er sich natürlich auch hier erstmal an die Regionalliga-Verhältnisse gewöhnen. Das ist ein Flügelspieler, ein Tempospieler. Überzeugte im letzten Sommer schon im Probetraining. Und deswegen jetzt die Verpflichtung am 19. Januar. Hat beim FC Basel gespielt, hier unten die 21, in der Jugend U16 bis U21 immer FC Basel. Also der hat schon eine richtig gute Ausbildung, aber dann hier in dieser Situation, in dieser Abstiegskampfsituation reinzurutschen in dieses Team, alles nicht so einfach für den jungen Burschen. Ruhig, kommt mal her. So, was war da los? Hier ein kleines Foul. Und dann noch Ball weggespitzelt. Und das hat dann Pius Kretschmer aufgeregt. Und der 28-jährige Patrick Hanselbauer erzählt jetzt beiden mal, was hier Sache ist. Macht das ruhig und abgeklärt, ohne Hektik. Kann aber schon durchgreifen. Also der hat auch in der Regionalliga schon 14 rote Karten gezeigt und 9 gelb-rote. Also zu spaßen ist mit Hanselbauer auch nicht. Schön gemacht. Kirchi checkt mit dem kleinen technischen Fehler. Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Das war das Zusammenspiel zwischen Helmbrecht und Kirchi check. Gut gemacht hier von Kretschmer. Wetter hat sich ein bisschen beruhigt. Jetzt ist, glaube ich, der Nieselregen angesagt. Kein Foul an Torhüter Herzig. Weiter geht's mit Majdančević. Aber man muss natürlich warten. Viele Rote, keine Unterstützung für Majdančević. Eigentlich ein richtiger Boxspieler, der Elfer. Muschkolai ist eigentlich eher der Flügelspieler. Der Drumherumspieler, der falsche Neuner. Majdančević eher einer für den Strafraum. Ja, kein Foul. Anherzig kann man schon so sehen. Weiterspielen lassen. Der FC Memmingen hat aus den letzten 5 Spielen vor dieser Partie nur 2 Tore gemacht. Hat aber mit diesen 2 Toren 2-mal gewonnen mit 1:0. Das sind jetzt diese 2 Buden gegen 60 Rosenheim schon
Schöne Geschichte. Die 60er aus Rodenheim sind auch geschwächt. Rotsperre immer noch für Chris Wallner. Hat er sich geholt, damals in der dritten Minute gegen Buchbach. Das tut weh. Auch verletzt fehlt Adel Merdan mit dem Kreuzbandriss. Bruno Gonçalves mit dem Sprunggelenkverletzung. Das sind schon Ausfälle auch für Trainer Kasparetti, die ein bisschen wehtun. Aber das war auf der anderen Seite beim FC Memmingen ja nicht anders. Kretschmer kommt aus der Freiburger Schule, der Freiburger Jugendschule. So, bei uns natürlich auf sport1.de nicht nur die Regionalliga Bayern zu verfolgen, auch auf der Sport1-App, auf der kostenlosen Sport1-App. Auch die ganz großen Themen, zum Beispiel, was ist denn jetzt mit Timo Werner und dem FC Bayern München? Geht da jetzt was? Was kostet der? Das werden wir für Sie immer verfolgen, täglich sport1.de oder auf der kostenlosen Sport1-App. Wenn Sie sie noch nicht haben, laden Sie sie runter, kostet nichts. Robert Köhler. Es sollte ein Neuanfang werden, nicht nur mit dem neuen Trainer Thomas Kasparetti, sondern auch wegen der vielen Pleiten zuletzt. Zuletzt 3 Niederlagen in Folge für 60 Rosenheim mit 1:5 Toren. Und jetzt schaut es auch nicht viel besser aus. Auch das Hinspiel ging ganz klar an Memmingen. 4:1 in Rosenheim. Das war auch eine klare Sache. Ein Konzept, ein Rezept der Rosenheimer, jetzt gerade irgendwie zum Anschlusstreffer zu kommen, ist noch nicht zu erkennen. Ja, kleiner Schubser hier gegen Nicolas Helmbrecht. Mit dem Kopf vielleicht auch noch berührt. Georg Lenz gegen Helmbrecht. Freistoß. Fabian Lutz. Küçük. Olcay Küçük. Heilig. Die Memminger spielen das jetzt gerade routiniert runter. Keine Torchancen bislang in der zweiten Halbzeit für die Rosenheimer. Und die kommen, muss man auch mal ehrlich sagen, nicht gerade vom Tore schießen. Da haben wir Trainer Thomas Kasparetti kurz im Bild gesehen. Der Herr mit den dunklen Haaren, jetzt wird er scharf, genau. Hat den B-Schein. Mit dem darf man normalerweise, mit der B-Lizenz darf man normalerweise die Regionalliga nicht trainieren, hat aber natürlich, wie so viele andere, auch eine Sondergenehmigung. Man braucht die A-Lizenz für die Regionalliga. Die muss er dann irgendwann machen. Beginnen will er damit wohl im Herbst oder Anfang Winter.
Hoffen wir mal, dass die 60er nicht absteigen. Stefan Bayerl, der Lehrer in Ulm. Sport- und Englischlehrer. Wohnt in Ulm, pendelt immer von Memmingen nach Ulm und zurück. Das sind so 60 Kilometer, aber eben jetzt nur noch ein paar Monate. Dann ist er hauptberuflich Lehrer in Ulm und auch sportlicher Leiter beim SSV Ulm. Und leichtfüßiger, ohne Druck, der FC Memmingen. Dennis Hoffmann mit der 31 da in der Mitte. Arbeitet in der Versicherungsbranche, da wird der Schiedsrichterassistent leicht getuschiert, deswegen das leichte Lächeln auch von Philipp Eckerlein. Auch eine typische Szene gerade. Wenn es um Zweikämpfe geht, um die clevere Zweikampfführung, dann haben die Roten immer so ein bisschen die Nase vorne. Abstoß. Ja. Ecke. Das habe ich jetzt anders gesehen. Aber Philipp Eckerlein ist sich vollkommen sicher. Nee. Schiedsrichter Hanselbauer greift ein und sagt Abstoß. Genau so habe ich es auch gesehen. Ja, die 60er schaffen es einfach nicht, irgendwie hier Druck aufzubauen, zu Chancen zu kommen. Die brauchen irgendeine abgefälschte Nummer, vielleicht mal einen Eckball, wo ihnen der Ball vor die Füße kullert, um nochmal Selbstvertrauen zu tanken, um nochmal an sich zu glauben. Ansonsten sind hier die Memminger nicht in Gefahr zu bringen. Matthias Heiß. Physiotherapie studiert er im letzten Jahr. Ja, nur so kann es gehen. Die Rosenheimer müssen früher drauf gehen, die müssen noch mehr kämpfen, die müssen noch mehr Leidenschaft reinbringen in ihr Spiel. Meistens ziehen sie sich einen Tick zu schnell zurück, aber jetzt müssen sie drauf gehen. Kretschmer. Heiß. Weiter geht's. Vorteil wahrscheinlich entschieden von Schiedsrichter Hanselbauer. Übrigens Nachfolger von Stefan Bayerl als Cheftrainer in Memmingen wird ein ganz bekannter Allgäuer, Uwe Wegmann, der Alpenbomber. Die Fußballfans kennen natürlich noch den Namen Uwe Wegmann, erste und zweite Liga
bei Bochum, Kaiserslautern, Essen, erste und zweite Liga. 92 Buden hat er gemacht. Hat dann Clubs in der Schweiz und in Liechtenstein trainiert. Auch die U19-Nationalmannschaft von Liechtenstein. Uwe Wegmann 1996 DFB-Pokalsieger mit dem ersten FC Kaiserslautern. Also der wird der Nachfolger von dem abwandernden Stefan Beierl. Und er übernimmt, wie Sie sehen, ein sehr homogenes, gut austariertes Team. So, und bei uns gibt es natürlich wie immer Premier League Darts. Donnerstag, 20.30 Uhr, der fünfte Abend aus Aberdeen. Premier League Darts, wie gesagt, Donnerstag, 20.30 Uhr, alles live aus Aberdeen. Und hier sind wir immer noch live dabei, wie den Rosenheimern nichts einfällt, die Memminger irgendwie in Gefahr bringen zu können. Ein Testspiel haben die 60er aus Rosenheim vor ein paar Tagen gegen die Münchner Löwen mit 2:1 gewonnen. Und da sind sie genau mit der Elf aufgetreten, mit der sie jetzt in der Startformation gegen Memmingen angetreten sind. Jetzt der erste Wechsel. Mit der Nummer 7 kommt Corbinian Linner, ein Stürmer. Hat große Knieprobleme. Klar, also Thomas Casparetti muss jetzt irgendwas machen. Der muss jetzt volle Pulle auf Risiko gehen. Majdančević. Schön abgewehrt von Jokic, dem Torschützen. Majdančević. Von ihm muss was kommen. Jokic. Klar, auf diesen Platzverhältnis immer wieder auch Stockfehler, ist verständlich. Martin Gruber aus der Memminger Jugend. So, der Olli Kahn von Memmingen sozusagen und seine Einstellung hier. Das läuft bislang für die vor der Partie sehr selbstbewussten Rosenheimer richtig mies. Wie gesagt, die waren lange im Trainingslager in der Türkei, in Antalya, haben sich intensiv mit ihrem neuen Coach Casparetti 6 Wochen lang vorbereitet und kommen hier nicht zu Rande gegen ganz clevere, ausgepuffte, erfahrene Memminger. Zehn neue hat Stefan Beierl vor der Saison integriert. Und die Arbeit von Beierl kann dann Uwe Wegmann fortführen in der nächsten Saison.
Heiß. Abseits. Abseits von Markus Einsiedler. Mathelehrer und Sportlehrer in Rosenheim. Man darf ja nicht vergessen, als Stefan Beyerl, der Trainer von Memmingen, angefangen hat, am 1. Januar 2018, also vor einem guten Jahr, da waren die Memminger auf dem 18. Tabellenplatz, auf einem ganz klaren Abstiegsplatz. Und Beyerl hat es dann geschafft, an den letzten zwei Spieltagen das fast Unmögliche noch möglich zu machen. Den Abstieg verhindert und jetzt der Sprung auf den 5. Tabellenplatz. Daran sieht man, wie so ein Trainer auch arbeiten kann und mit seinen Ideen dann ein Team, einen Verein wieder nach vorne bringt. Noch 20 Minuten. So geht's nicht. Seinen einzigen Stürmer hat er jetzt gebracht, der gute Thomas Casparetti mit Corbinian Linner. Jetzt hat er im Prinzip nur noch Mittelfeldspieler auf der Ersatzbank sitzen. Aber eigentlich müsste er jetzt jeden Frischen hier reinbringen auf diesen Platzverhältnissen, jetzt auch Wechsel bei Memmingen. Helmbrecht geht und mit der Nummer 21 kommt Natsuhiko Watanabe, ein kleiner, wendiger, schneller Japaner. Ein technischer, absolut hochqualifizierter offensiver Mittelfeldspieler, kam auch am 1. Januar neu vom VfR Aalen aus der 3. Liga. Wir wissen ja, der VfR Aalen, ja, eigentlich chancenlos auf dem letzten Tabellenplatz in der 3. Liga, eigentlich sicherer Absteiger. Jetzt also Natsuhiko Watanabe. Auf diesen Platzverhältnissen, diesen tiefen, schweren Boden, kann natürlich so ein kleiner, wendiger, flitziger japanischer Offensivspieler was ausrichten. Na, jetzt regnet es wieder ein bisschen mehr. Sehen Sie an den dunklen Stellen. Aber nicht so windig wie in anderen Teilen des Landes. Gott sei Dank. Also da geht es hier noch ein bisschen sanfter zur Sache. Ich muss ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit war das lange Zeit ein richtig gutes Regionalligaspiel, in der zweiten Halbzeit alles etwas verflacht, aber das liegt in erster Linie an Rosenheim, die es nicht schaffen, hier irgendwie Druck aufzubauen gegen die cleveren Memminger. Die Memminger machen das einwandfrei. Halten die Rosenheimer weg vom Tor, sind hinten sicher, machen zu, alles in Ordnung. Und dann immer wieder diese Stockfehler, wie jetzt gerade von Daniel Majancevic. Das macht es den Abwehrspielern leicht. Ist natürlich auch leicht gesagt. Das ist ein Holper-Stolper-Platz. Da haben es die Abwehrspieler leichter als die Stürmer. Ja.
Aber immer noch total faire Partie. Vielleicht müssten die 60er aus Rosenheim da auch mal körperlich ein bisschen mehr zur Sache gehen. Nächster Wechsel bei den Schwarz-Weißen. Köhler geht. Und mit der Nummer 20 kommt Leopold Krüger. Mittelfeldspieler Leopold Krüger, Münchner, kam 2017 von Unterhaching nach Rosenheim, 21 Jahre alt. So, und wir haben nicht nur Handball und Darts im Programm, natürlich auch die Eishockey-DEL Straubing gegen Berlin. Das erste Playoff-Spiel in der ersten Playoff-Runde. Los geht's also in der Eishockey-Bundesliga mit Straubing gegen Berlin am Mittwoch um 19.25 Uhr. Erste Playoff-Runde. Auch als neutraler Beobachter würde es dem Spiel jetzt wahrscheinlich gut tun, wenn Rosenheim noch mal irgendwie zum Zuge käme, um es vorsichtig auszudrücken. Es würde dem Spiel vielleicht noch eine spannendere Note geben. Sie sehen es, Hamburg führt immer noch 0:0. Das wäre natürlich ein Ding, wenn die Hamburger auch das dritte Spiel in Folge nicht gewinnen würden. Majdančević. Also Thomas Casparetti hat ja das Team dann vor ein paar Wochen übernommen von Ogi Saric, der den Verein verlassen hat, der sich im Profifußball beweisen will. Und Thomas Casparetti hat dann ein paar Änderungen eingeführt bei den Rosenheimern. Er setzt auf ein festes System. Keine Taktikrotation mehr, 3-5-2, so soll es sein. Will sich nicht mehr so sehr am Gegner orientieren, wie das vielleicht in der Hinserie der Fall war. Aber bislang fruchten seine Ideen noch nicht. Zu stark sind die Roten aus Memmingen. Wie gesagt, drei Niederlagen in Folge für die 60er vor dieser Partie. Da
Kramer, Thomas Casparetti. Capo Casparetti, sein Vater hieß schon Capo, das ist sein Spitzname. Casparetti, sein Urgroßvater, war Italiener, deswegen Casparetti der Name. Irgendwann mal italienische Vorfahren. Ja, zu lange den Ball gehalten, hat er Glück gehabt, dass er das Foul bekommt. Matthias Heiß, aber wenn keine Anspielstation da ist, dann hält er den Ball und so sieht es aber schon über das gesamte Spiel aus, über diese 80 Minuten. Zu wenig Kombinationen, jetzt die Möglichkeit, aber da ist Gruber. Auch nicht konsequent genutzt hier, da war mehr drin. Das war eigentlich die beste Möglichkeit für die Rosenheimer. Gut aufgepasst vom neuen Watanabe, Natsuhiko Watanabe. Stefan Heger, Führungsspieler, defensiver Mittelfeldspieler. Foulspiel an Sebastian Schmeisser vor der Tormöglichkeit von den Rosenheimern. Hier nochmal schön zu sehen in der Zeitlupe, klares Foul und deswegen die Chance durch Corbinian Linner natürlich nicht zu zählen. Morgen bei uns natürlich, wie immer, der Fan-Talk, die Live-Analyse mit Dortmund gegen Tottenham. Geht denn da noch was für den BVB? Wäre natürlich mal ein Riesending. 3-0 in Tottenham verloren, das war ganz bitter, das war schöner Mist. So, und da kommt auch eine gelbe Karte. Unglaublich. Schiedsrichter Patrick Hanselbauer hat sie gezückt in der 83. Minute. Ja, das war schon ein dickeres Foul vom eingewechselten Leopold Krüger. Räuber. Und da ist der Anschlusstreffer. Fast aus dem Nichts, kann man doch sagen. Von Majdančević, 83. Minute, also geht da noch was? Das war eigentlich die erste Tormöglichkeit von Rosenheim. Hat er schön gemacht mit dem rechten Außenriss ins lange Eck gezirkelt. Klasse gemacht von Daniel Majdančević. Hier, das war technisch hochwertig, sein drittes Saisontor. Das hat er klasse gemacht, der Futsal-Akrobat. Hat man in dem Moment oder in dieser Szene hat man das gut gesehen, dass Majdančević da in der Halle auch technisch hochbegabt ist. Also, hab's vorher so ein bisschen angedeutet, wäre gut für die Partie. Jetzt ist es da, Anschlusstreffer, 83. Minute durch Daniel Majdančević. Schon ein falscher Neuner. Verkaufsleiter ist er bei VW in Rosenheim. Hat auch Mordsstress, dieser Spagat zwischen Verkaufsleiter und Fußballspieler in Regionalliga. Das ist schon ein dickes Ding. Und fast der Ausgleich
durch Markus Einsiedler. Also, dann hoffen wir mal, dass die letzten 6, 7, 8 Minuten inklusive Nachspielzeit noch mal prickelnd werden. Stefan Beyerl zeigt mal an, was jetzt die nächsten Minuten zu tun ist. Die zweite Halbzeit ist das auch ein bisschen so vor sich hingedümpelt. Da war nicht mehr so viel los, weil die Rosenheimer nichts drauf hatten in Sachen Offensive. Aber dann jetzt dieser Geistesblitz von Majdančević und alles ist wieder offen. Komplett offen. Und Sie können bei uns natürlich wie immer alles verfolgen auf sport1.de oder der kostenfreien Sport1-App. Was ist da mit dem Müller? Und dem Robben, was ist mit Timo Werner? Sie sehen auch bei uns alle Videos immer zu aktuellen Geschehnissen. Also sport1.de, sport1-App, eine Pflichtnummer für die Fußballfans. Und eine Pflichtnummer fast für TSV 1860 Rosenheim noch der Ausgleich. Denn sie sind auf dem 16. Tabellenplatz, sie zittern im Abstiegskampf. Ein Pünktchen wäre hier für die Oberbayern Gold wert. Noch Ball nicht getroffen, das kann passieren bei diesen Platzverhältnissen. Da ist er jetzt, Thomas Kasparetti, und die große Hoffnung auf einen Punkt in Memmingen. Watanabe, 23 Jahre alt, wie gesagt vom VfR Aalen, aus der dritten Liga gekommen. Drei Minuten. Vierte Niederlage in Folge oder doch noch ein glückliches Unentschieden hier in Oberschwaben. Da ist wieder Kirčiček, von dem haben wir länger nichts mehr gesehen. Vom Torschützen zum 2:0. Die Rosenheimer müssten jetzt mehr rausrücken. Handspiel. Oder, naja, Fuß zu hoch. Ist eigentlich besser gesagt. Pius Kretschmer mag es nicht glauben. Das bringt natürlich die Sekündchen für die Oberschwaben. Lenz. Machen sie jetzt gut, die Roten. Rücken auf, stehen ziemlich hoch. Gehen ins Pressing. Da ist schwer, hinten rauszukommen. Jetzt haben sie es geschafft. Mit Krüger. Rechts geht heiß. Kommt nicht mehr ran, Kretschmer.
Keine gute Flanke ist auch schwierig auf diesen Platzverhältnissen. Dann eine direkte Flanke ohne zu stoppen. Jetzt die Zeitwechsel. Stefan Heger geht. Geht langsam. Und mit der Nummer 13 kommt Marco Nickel, ein Mittelstürmer. Also Heger, defensiver Mittelfeldspieler, geht und ein Mittelstürmer kommt. Heißt, Trainer Bayerl will die Rosenheimer weghalten von seinem Tor. Da sind sie, da sind sie. Abstoß. Nachspielzeit läuft. Wie lange ist noch nicht so hundertprozentig klar. Taktisch sehr clever. Greifen ganz hoch an. Die Memminger. Jetzt vielleicht noch mal die letzte Möglichkeit über Kretschmer. Linder. Rechts geht Krüger. Linder. Lucky Punch. Letzte Sekunde. Fragezeichen. Sie versuchen es auszuspielen. Noch mal Kretschmer. Ja, das sind natürlich auf dem Platz diese verkorksten Flanken. Hat er Glück gehabt. Krüger, Kretschmer. Schon besser, schon besser. Gibt's ja nicht, der Ausgleich. Das ist ja nicht zu fassen. Zweite Minute der Nachspielzeit. 2:2 für 1860 Rosenheim. Ich weiß nicht so genau. Also zwei Torchancen und zwei Tore. Also effektiv ohne Ende. Und hier der Kopfball, der Aufsetzer von Markus Einsiedler, wenn ich es richtig gesehen habe. Pius Kretschmer mit der Flanke und da kommt Markus Einsiedler an den Ball und macht mit dem letzten Kopfball hier wohl den Ausgleich. Wahnsinnig wichtiger Punkt für 1860 Rosenheim und da muss man ganz ehrlich sagen, Memmingen hat es erstmal richtig gut gemacht. Und waren dann am Ende wirklich zu nachlässig und haben hier Markus Einsiedler das 2:2 machen lassen. Das ist sein 7. Saisontor. Der Mathelehrer, der Sportlehrer hat also zugeschlagen hier in Memmingen. Unglaublich. Sie hatten alles im Griff. Es stand 2:0 für Memmingen. Sie waren die taktisch-technisch bessere Mannschaft, haben Rosenheim nicht zu Chancen kommen lassen. Gelb nochmal. Und die machen aus 2,5 Torchancen 2 Tore. Einmal Majdančević und einmal Markus Einsiedler. Geht da noch was? Das wäre ein Ding. Gut, für Memmingen ist es nicht dramatisch. Die sind auf dem 5. Tabellenplatz vor dieser Partie gewesen. Da passiert nach vorne und nach hinten gar nichts mehr. Trotzdem werden sie sich ärgern, ein Spiel so klar dominiert zu haben und dann die Punkte noch abzugeben. 2 Punkte zu verlieren, Handspiel. Durch Michael Heilig. Und jetzt haben wir noch einen Freistoß für Rosenheim. Der Fußball kann ja so verrückt sein. Warum nicht auch in Memmingen? Vierte Minute der Nachspielzeit. Da steht Thomas Kasparetti. Ruhig, ruhig. Ein Ball noch soll das wohl heißen. Alex. So. Nochmal der Freistoß durch Kretschmer.
Und da ist der Torhüter. Martin Gruber hat den Ball direkt aufs Tor gezogen. Das war's. Memmingen gegen Rosenheim 2:2. Das war dann schon am Ende noch eine turbulente Partie. Memmingen hat das hier in den letzten Minuten vergeigt. Zwei Torchancen, zwei Tore für Rosenheim. Das tut gut im Tabellenkeller. So, Jochen Stutzki meldet sich gleich. Aber Sie können bei uns natürlich wie immer richtig viel gewinnen. 100.000 Euro zum Beispiel. Viel Glück. Am Samstag wieder, da können wir es besser machen, Anfang von 14 Uhr, unser Gegner ist der 1. FC Nürnberg 2.